Daniel Thun am Mikrofon von VfL TV. Daniel, gerade das Testspiel deiner Mannschaft hier gegen den SV Bevern. 1:0 steht es am Ende nach 90 Minuten. Was hat dir heute am Spiel deiner Mannschaft gut gefallen? Es war schon eine kleine Herausforderung heute. Die Bevern haben sich hier wirklich wacker geschlagen. Sie haben alles reingehauen. Das wussten wir. Wir wollten ja auch dann irgendwo Umschaltmomente für uns irgendwo so kreieren. Hat nicht so gut geklappt, final nach vorne zu spielen. Deswegen viele Abschlussaktionen, aber wenig Tore. Aber wir sind immer noch zu einem Zeitpunkt, wo das vielleicht auch okay ist. Beine ein bisschen schwerer durch die Einheit gestern. Die Jungs müssen jetzt noch ein bisschen laufen. Somit war ich damit einverstanden, aber natürlich noch mit Luft nach oben. Woran wollt ihr jetzt arbeiten noch? Was hast du so noch an Defiziten gesehen jetzt? Ja, wir wollten viele Gegenpressing-Situationen dann auch für uns haben. Das war der Fall, weil wir einige Ballverluste hatten. Der Gegner hat es dann auch gut gemacht. Und aus diesem Gegenpressing wollten wir natürlich schnell ins Umschaltspiel kommen. Und das war nicht so sauber nach vorne gespielt. Wir haben dann viel den Ball auch zurückgespielt, hatten dann nicht die Räume vorne, wie wir es uns auch gewünscht hätten, weil der Gegner mit 5 auf einer Linie verteidigt haben. Aber alles dann zu diesem Zeitpunkt auch richtig gute Tests für uns. Und wieder erfolgreich, also wieder ein Sieg. Ihr seid jetzt im Trainingslager für 3 Tage hier in Ankrum. Heute die erste Einheit habt ihr ja schon absolviert. Ich habe sie mir angeschaut, war schweißtreibend heute Morgen, was deine Jungs da abgeliefert haben. Wie zufrieden bist du mit dem ersten Tag und was habt ihr euch jetzt für die nächsten beiden Tage noch vorgenommen? Ja, erstmal bin ich zufrieden, dass die Jungs wirklich diesen Willen, diese Bereitschaft haben, auch an Grenzen zu gehen. Das mussten sie heute Morgen ein bisschen jetzt in Anschluss an das Spiel. Wir haben zur Halbzeit gewechselt. Die Jungs mussten aus der ersten Halbzeit auch noch ein bisschen laufen. Und natürlich mit dem Trainingslager, dass wir hier 3 Tage sein dürfen, ist natürlich auch fantastisch, weil hier wächst was zusammen, hier muss was zusammenwachsen. Und da haben wir eine große Plattform jetzt hier und die werden wir nutzen. Ich habe gesehen, auch viel Kommunikation in der Mannschaft. Ist das auch was du vorantreibst, was du förderst? Ja, vielleicht. Ich fordere es. Fördern in dem Fall vielleicht, dass wir es jetzt geschafft haben, auch die Jungs so aufzuteilen in den Zimmern, dass sie vielleicht mal einen Partner bekommen, mit dem sie noch nicht so viel Kontakt hatten. Das gehört alles dazu. Wir sind erst in der zweiten Woche. Wir haben viele neue Jungs dabei und das dauert sicherlich. Das ist ein Prozess, der auch über mehrere Wochen geht. Aber ich finde schon, dass sie recht weit dafür sind. Es gab ja heute noch ein wichtiges Ereignis. Der Spielplan ist veröffentlicht worden. Du hast ihn sicherlich gesehen. Es startet mit einem Heimspiel gegen die Würzburger Kickers. Dann geht es gleich nach Meppen und dann kommt 1860. Wie zufrieden bist du mit den ersten Partien? Ja, wir konnten uns das ja nicht aussuchen, aber natürlich freue ich mich darüber, dass wir bei einem Heimspiel starten können. Das ist das, was wir uns alle gewünscht haben, weil wir von Anfang an unsere Brücke dann auch irgendwie wieder vereinnahmen wollen. Und klar, mit den Derbys zu Saisonbeginn, Meppen, ein paar Wochen später dann die Freunde aus der Nachbarschaft, aus Münster. Mit denen haben wir natürlich auch noch ein paar Rechnungen offen, unabhängig davon auch, wenn es jetzt eine neue Mannschaft ist. Aber klar, es sind Derbys, dafür leben unsere Fans und in diesem Jahr wollen wir sicherlich häufiger mal als Sieger hervorgehen. Absolut. Und wie hat die Mannschaft das aufgenommen? Gab es da schon so die ersten Sprüche? Ja, man guckt natürlich auch drauf. Gewartet, wer eröffnet am Freitagabend, das ist vielleicht noch nicht raus, aber da bietet sich sicherlich dann Lautern gegen 60 an. Und klar, sie freuen sich, dass sie zu diesem frühen Zeitpunkt halt auch gleich schon Meppen am zweiten Spieltag treffen. Wir haben das Glück, dass wir den Gegner immer eine Woche vorher in Lotte sehen können. Das ist für uns auch fürs Trainerteam gut, um sich auf den nächsten Gegner vorzubereiten. Also der Spielplan ist mit Freude aufgenommen worden, glaube ich. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch ein schönes Trainingslager und eine gute Vorbereitung weiter, Danny. Vielen Dank. Ja, danke. Okay.